So Leute, ich bin's wieder, MC Aschel, und ja, ich habe mir mal ein bisschen wieder was überlegt. Und zwar, ich habe hier erstmal ein bisschen erweitert, wie gesagt, die Barrels. Dann hier noch einen Tank hingebaut, der für Ethanol ist, der das hier rauszieht, und hier werden wir dann weitergehen. Hier kommt dann auch eine Energiepipe hin und deswegen können wir die mehreren Pipes hier machen. Ansonsten, der geht jetzt erstmal hier auf, der das Strom kriegt. Bienenwachs ist schon voll. Das andere Ding hier ist auch voll. Deswegen wird sich da dann erstmal ein bisschen lagern. Ansonsten habe ich hier oben nur noch einen Filter gemacht. Oder den, wie sie gar nicht, ob ich den schon gezeigt hatte, mit Blacklist. Die ganzen Prinzessinnen, die wir oben haben, sind ja bloß Geist-Items. Das heißt, die werden ja nicht verbraucht. Ja. Sonst hätte ich den Filter nicht machen können. Falls mir nämlich hier mal, wie schon öfter passiert ist, eine Prinzessin abhaut, wird die ja hier löscht und dann nestet unschön. Ich meine, bis jetzt waren es nur kleine, die man schneller hat wieder hinziehen können. Weil man genug Drohnen davon hat, aber sonst. Ist das immer nicht so schön. Ich habe, glaube ich, noch ein oder zwei. Eins, zwei. Hier ist noch eine. Ah ne, Inventory, okay, das heißt, die können wir nicht benutzen. Wir haben aber nur eins, zwei, die man umformen kann. Danach muss ich erst wieder farmen gehen. Ansonsten werden wir jetzt Folgendes machen. Wir haben ja Öl gefunden, wir haben eine Refinery, die nicht benutzt wird. Ein Crowby haben wir noch, der nicht benutzt wird. Ich bin es gerade ein bisschen leid, dass ich den Rest schon weggegeben hatte. Du haust das nochmal durch. Also hier den umgewandelt hat er, den Combustion Generator. Das werden wir nämlich jetzt gleich nochmal mitnehmen. Combustion Generator. Drei Electrical Steel. War das Ding, drei Eisen und Coal Powder. Ich muss gucken, ob ich noch einen mal hatte. Ich denke mal nicht. Ich weiß aber, dass ich oben noch einen Kapazitor hatte. Du kommst da raus. Du wirst erstmal wieder angeschmissen. So, dann haben wir dich schon. Du kannst hier gleich geschmolzen werden. Gut, dann können wir den noch nicht machen. Dann craften wir uns erstmal einen Tank. Braucht man? Nee. Tank brauchen wir, glaube ich, nicht. Die brauchen wir aber. Gut, den Tank brauchen wir, ja, gut. Produzieren ja da oben zum Glück mehr als genug Sand. Da nehme ich einfach mal was raus. Halt, den wollte ich noch mitnehmen. Und ja, ich merke irgendwie, ich nehme immer zum falschen Zeitpunkt auf. Denn ich wollte das jetzt eigentlich, dachte ich, dass ich das schon alles vorbereitet hatte. Aber irgendwie war wieder eine Star. Schön. Also die Wildkraftpumpe. Das können wir aber schon mal machen. Nee. Jetzt bin ich wieder auf das gegangen. Das brauche ich. Steinzahnrad. Können wir nämlich das schon mal craften. Ach nee. Die sind ja vertauscht. Zack. Dann kommt das aber mal zum Eisenzahnrad, dann heißt halt, das haben wir das schon mal. Dann brauchen wir noch Redstone. Redstone brauchen wir. Das hat sich aber auch geändert, denn früher hatten wir das in anderen Crafting-Rezepte, brauchten wir eine Mining-Dings und dann das Ding. Zweimal Tank. Einmal noch das Ding. So, dann haben wir da auch hier noch.
zweimal das Ding. Und da haben wir unsere Pumpe. So, dann brauchen wir jetzt wie gesagt bloß noch den Combustion Generator. Nicht die Kohle. Kohle brauchen wir noch nicht. Ja, und dann setzen wir das Ding dann einfach mal auf. Ich muss mal gucken, ob ich noch Fluid Pipes habe. Oh. Energie Pipes, ja. Fluid Pipes, nein. Sieht ein bisschen mau aus. Nehmen wir hier eine Aquarium mit. Das sieht ein bisschen mau aus. Müssen wir da einfach nochmal welche herstellen. Und zwar 6 Stück davon. Also, das muss ich erst wieder speziell schmelzen. Nachdem ich das hergestellt habe. Ach, alles, was man hier machen muss. Alle zu viel hier. Kann ich das Ding da reinsetzen? Nö. Warum auch? Brauche ja keiner. Also, Wasser brauchen wir noch. Okay, Moment mal. So, da muss ich mal kurz niesen. Einmal haben wir schon. Achso, das muss er dann auch noch durch. Im Alloy Mode. Da müssen wir dann mal gucken. Ansonsten die Pumpe wird über den Combustion mit betrieben. Der Billcraft Quarry wird betrieben. Die Refinery wird drüber betrieben. Mhm. Das sollte dann also passen. Brauchen wir sonst noch was? Ja, was für die Items. Hahaha. Item Pipes, wie sieht's denn da? Sieht ja sehr schön aus. Gut, zum Glück haben wir da noch welche. So, die werden alle drei genommen. Ich glaube, da muss ich aber noch mal Eisen nachhauen. Also, wir sehen uns gleich, wenn ich alles craften kann. Bis gleich. So, und da geht's auch schon weiter. Jetzt können wir das Ding endlich craften. Da haben wir ihn wieder. So, da war das hier zurzeit eh nicht so beanspruchen. Nehmen wir das mit dem Wasser einfach mit. Denn das brauchen wir erstmal nicht. So, dann nehmen wir jetzt viel Wasser immer gleich mit. Aus der Mitte. So, dann passt das. Das Ding haben wir gerade gecraftet. Oh. Dann bin ich mal gespannt. Wie wir das gleich lösen. So, wo hab ich's Öl gespeichert? Hier oben. Öl. So, na, machen wir noch ein bisschen anders. So, der Pump. Den Crowy stellen wir mal nach da auf. So. Muss passen. Welche zwei Chancen denn? Och. Doch, das ist ja ewig hier.
Hätte ich ihn hier hingestellt. Dann sind sie doch hier neben Chunk, oder nicht? Ja. Das Ding muss noch eins nach hinten. Das müssen wir gleich mal kurz machen. Außerdem müssen wir ein paar Barrels herstellen. Soll ja nicht so das Problem sein. Am Holz wird es bestimmt nicht mangeln. Von daher. Hier waren noch davon welche. Ach so, ich brauche noch ein bisschen Eisen. Denn ich glaube, ich brauche eine Eisenspitzhacke, um den abzubauen. So, dann habe ich die schon mal. Barrel. Zack. Obwohl, ich will mal was ausprobieren. Ja. Kompakt denn. Sixteen Stacks per Drop. Gut. Naja. Dann werde ich davon kurz mal ein paar herstellen, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, willkommen zurück. Dich kriege ich abgebaut, das ist schön. Oh ne. Gut, da habe ich nur erledigt. Drei Chunks, das ist doch schon mal schön. So, hier soll Cobblestone rein. Ne, habe ich gerade gehen. Stehen hier wieder abbauen. So, den Kompressor, das hier nehme ich schon schön. Das ist doch schon mal schön. So. Das wird er eventuell nicht mehr mitladen. Oder? Doch, müsste er. Das müsste er. Ja, vielleicht muss ich Force Connection oder irgendwie so. Klappt nicht. Na gut. Muss mal kurz anders geregelt werden. Oh ja, Achievement. Crafte auch zum ersten Mal ein Crafting Table. Always. Tooth Insert. Insert, Insert. So. Sollte erstmal reichen und am Ende kommt eine Truhe hin. So der Plan. Insert, du wirst aber minus 1 gestellt. So, dann haben wir das erste schon mal. Du gibst gleich da rein ab. Zieht's gleich daraus. Gibt dann Energie ab.
Gut, dann halt nicht so. Dann machen wir halt so. Passt. Das wird erstmal kurz nochmal getrennt. Kann man ja gleich wieder aufsetzen. Dann brauche ich jetzt hier noch einen. Fürs Wasser. Da brauche ich aber noch kurz Kabel, fällt mir gerade auf. So, dann kommst du da rein. So. Du darauf. Du kannst gleich Wasser ziehen. Gehen wir mal kurz zurück. Damit wir mal auch Ressourcen hier kriegen. Da haben wir eine Pipe. Die anderen haben wir, glaube ich, alle verbaut. Alter, was so. Lass mich durch. Die gehen ja zum Glück relativ schnell abzubauen. Sollte, glaube ich, reichen. Ansonsten, ich muss noch mal gucken. Ich muss doch eigentlich theoretisch noch irgendwo davon welche haben. Ne, 8 Stück. 8 Stück kriegen wir, glaube ich, immer raus. Ich glaube, 8 Stück in aber verkraftet. Sollte aber auf jeden Fall reichen. So. So, ich hoffe, das nimmt an. Wasser ist auf jeden Fall jetzt schon mal drin. So. Du pumpst dann erstmal kurz mal ein Stück Öl für uns. Jetzt müssen wir ein bisschen starten, das Ding. So, da hat er ihn abgebaut. Jetzt ist die Frage, hat er den da oben auch gleich drin gefüllt? Sieht so aus. Da, als ob er das hier gleich reinfüllt. Ach ja, in Öl kann man ja nicht mehr schwimmen. Dann wird die Refinery gleich mal angeschmissen. Die dann ein bisschen produziert, damit der da drüben den Rest für uns regelt. Dauert jetzt ein bisschen, ehe das startet. Ich hoffe mal, dass er nicht gleich so viel frisst, um zu starten. Aber wie gesagt, er muss erstmal jetzt hier ein bisschen produzieren für uns. Ein bisschen Fuel. Achso, ich muss ihn auch erstmal einstellen. Hahaha. Pull. Da hat er. Damit er nämlich das Fuel gleich rausnimmt. So, ich denke mal. Verstehe ich nicht. Anscheinend muss das extra verbunden werden. So, die Pumpe pumpt aber, oder? Es sieht zumindest mal danach aus. Das probiert irgendwas zu tun, zumindest. So. Die sieht gut voll aus. Du füllst dich immer weiter. Jawohl. Du willst mir sagen, dass der kleine Motor nicht genug ist dafür. Ahahaha. Wie witzig. So, da baut er sich auf. Wenn der Crowbeam ein bisschen langsamer läuft, ist nicht das Problem. So, dann wirst du halt Erde. Ist ja bloß, dass wir ungefähr
paar Ressourcen mal kriegen. Finde ich immer nur zu geil hier. Da reicht eh so ein Ding nicht aus. Geil. Geil, sag ich da mal. Naja, stört uns nicht, solange es läuft. Es muss ja nicht gerade schnell laufen. Solange der hier mehr kriegt, als er verbrennt, ist alles in Ordnung. Dann kann der ruhig mal. Upsala. Das brauchen wir natürlich nicht. Aber ansonsten Cobblestone, was er kriegen sollte, wird eigentlich, glaube ich, gleich kompresst. Ansonsten hat er erstmal einen Haufenweise Dirt hier vor sich. Gut, dann hoffe ich mal wieder, der Part ist auch schon wieder um, dass euch dieser Part gefallen hat. Wir haben jetzt unseren Krobby auch schon mal aufgesetzt. Der hier oben, ja, ein bisschen einschläft. 60 RF. Das Ding kann man nicht mal irgendwie beschleunigen. Das waren ja ein Kondensator heißen die Dinger nicht. Irgendein Upgrade. Na gut. Was willst du? Meine Ressourcen. Noch einer, aber du kriegst nichts. Gut, dann wie gesagt. Du ziehst aber noch die Ressourcen, jawohl. Dann hoffe ich mal wieder, dass euch dieser Part gefallen hat. Wünsche euch noch viel Spaß beim, was ihr mir gerade macht und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer MC Asch. Bye, bye.